Buongiorno da Polignano. Guten Morgen aus Polignano. Ich nehme euch heute wieder eine Runde mit in diesem Video. Wir sind in Polignano. So sieht es aus. Da hinten wollen meine Jungs unbedingt hin, beziehungsweise ja, hier von den Klippen springen. Mal schauen, wie das wird. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video und los geht's. Da wollen sie runter, die Jungs. Mal schauen, ob das klappt. Da ist Cala della Paura und hier hat Red Bull einen riesen Turm aufgebaut. Und da sind ganz viele runtergesprungen. Das war quasi eine Challenge. Wie genau das jetzt heißt, weiß ich leider nicht. Aber gebt es mal gerne ein bei YouTube. Red Bull Challenge Polignano. Und oh mein Gott, das ist so krass. Hier war alles voll. Überall waren Menschen. Polignano hat eigentlich 18.000 Einwohner. Aber hier waren zu der Zeit 70.000 Menschen. Das war wirklich richtig krass. Und meine Jungs haben das im Internet gesehen und wollten eben sehr, sehr gerne hierher kommen. Ich muss auch dazu sagen, dass ich hier in Apulien aufgewachsen bin. Ich bin hier in Rutigliano zur Schule gegangen. Das ist gar nicht weit entfernt. Und deshalb haben wir gedacht, verbinden wir das Ganze dann quasi auch mit Familientreffen und so weiter. Haben hier ein wunderschönes Hotel gebucht. Und schauen wir mal, wie dieser Urlaub so wird. Ich wollte euch das jetzt hier erstmal zeigen. Wunderschönes Meer. Hier springen ganz viele ja, runter und machen ihre Stunts sozusagen, haben Spaß. Und ich hoffe, dass meine Jungs in diesem Urlaub auch ganz viel Spaß haben werden. Das ist ja buonissimo. Mamma mia. Lecker. Da ist er drin. Der Panzerotto. Zeige ich euch mal. Das ist was typisch Italienisches hier im Süden. Das ist eigentlich nur eine zusammengeklappte Pizza, also mit Tomate und Mozzarella. Kein Calzone. Calzone wird im Backofen gemacht und das hier wird frittiert. So, und das lassen sie jetzt die Jungs schmecken, bevor es an den Pool geht. Wie dass der jetzt durchrutscht. There is a life I lead in this city. Buongiorno, Polignano. Hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. Doesn't make it easy. The other piece of my heart won't show. Somewhere in the great unknown. Hier gibt es voll die Spezialitäten. Schaut mal, oh mein Gott, ich liebe Burattina. Das ist so lecker. Das ist so eine Art Mozzarella. Wenn man das dann aber aufmacht, kommt noch so richtig schön die Milch raus. Oh mein Gott, das ist so lecker. Das müsst ihr unbedingt mal probieren. Wenn ihr halt in Italien seid, ne? Logischerweise. Ich habe mir jetzt hier Stracciatella bestellt. So sieht das aus. Ihr könnt es gar nicht richtig erkennen, ne? Also es ist so eine Art Mozzarella mit ganz viel Milch. Ich kann es gar nicht erklären. Und eine Burattina habe ich mir bestellt. Das ist richtig cool hier. Schaut mal. Kann man sich alles Mögliche aussuchen. Ganz leckere Sachen. So eine Joghurtmaschine hier. Hier kann man die ganzen Toppings aussuchen. Und wir haben uns gerade in diese Maschine hier verliebt, Alessandro und ich. Und hier sind die ganzen Eissorten. Oh mein Gott, das ist so lecker. Oh, richtig cool, der Laden. Ma quello è un po' più di
sind gerade in Torito und besuchen Familienangehörige. Die Eltern von meinem Patenkind und mein Patenkind ist auch hier und es ist so, so schön. Wir werden gerade ein bisschen rumgeführt und bekommen einen kleinen Eindruck von dieser wunderschönen Stadt, die kleinen Gässchen und so weiter. Es ist so schön und hier gibt es heute und morgen Abend ein ganz, ganz großes Fest von San Nicola. Ja, das ist so das Ereignis des Jahres und ich habe euch gerade auf Instagram ein bisschen was dazu erzählt. Hier im Süden ist ja alles streng katholisch und ich kenne es noch von meiner Kindheit. Sorry übrigens wegen meinem Fleck. Wir haben hier auch zu Mittag gegessen. Wir wurden eingeladen eben von der Familie. Die haben ganz lecker für uns gekocht und alles vorbereitet. Wir waren alle schön zusammengesessen und es war richtig, richtig schön. Und ja, hier gibt es dann eben heute Abend das große Fest. So sieht es aus. Und ich nehme euch weiterhin mit. Ganz viel Spaß. Es ist einfach so schön hier. Die Luft und der Duft. Einfach göttlich. Schade, dass ihr das nicht riechen könnt. Richtig, richtig schön. Also, weiterhin viel Spaß. Kelly chillt euer Live. Ja? Bevor es fest anfängt. Okay. Wir sind wieder zu Hause. Deutschland hat uns wieder. Ich wollte mich noch mal ganz kurz bei euch melden und euch ein bisschen was erzählen noch zu Polignano bzw. zu unserem Urlaub. Und zwar hatten wir ein wirklich schönes Hotel gebucht, alles selbst bezahlt, keine Sorge. Ich habe euch das mal abgefilmt und zwar habe ich 2 Hotelzimmer gebucht. Mama war ja noch dabei, also meine Mama und der Moritz, der kam allerdings mit dem Flieger. Am Samstag haben wir ihn abgeholt in Bari am Flughafen und er war nur bis Donnerstag da. Und ja, die Location an sich, also das Hotel war wirklich richtig schön, die Anlage, ganz toll angelegt mit ganz vielen Olivenbäumen. Der Pool war auch richtig schön, es gab 2 Pools, wir waren aber nur bei dem einen. Und dann gab es noch Tennis, also einen Tennisplatz. Und ganz viele andere tolle Möglichkeiten. Man musste dann allerdings immer mit dem Auto nach Polignano reinfahren, also in die Innenstadt, was ein bisschen umständlich war, weil es dort ganz, ganz wenig Parkplätze gibt und mit unserem Panzerauto das Ganze immer relativ schwierig war. Außerdem sind wir da im Süden Italiens gewesen. Ja, ich betone das extra ein wenig, denn ich bin ja dort aufgewachsen in Apulien und ich weiß, wie viele Autos dort geklaut werden und so weiter. Ja, ich spreche aus Erfahrung. Uns wurden tatsächlich auch schon einige Autos geklaut, also meinen Eltern, als ich eben noch klein war. Und deshalb hatten wir natürlich immer ein Auge auf unser Auto und hätten es eben am liebsten im Hotel gelassen, also auf dem Parkplatz dort, was leider eben, wie gesagt, nicht möglich war. Wir haben uns dann an dem einen Tag 2 so Rikschas bestellt, nennt man das so. Also ja, Das war ganz witzig. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie man die nennt. Jedenfalls gab es da eben einen Fahrer und dann konnten wir uns hinten reinsetzen. Das war ganz, ganz klein und richtig süß. Allerdings sehr teuer, muss man dazu sagen, weil wir eben auch immer 2 gebraucht haben, weil wir so viele Personen waren. Und zum Thema teuer wollte ich auch noch sagen. Ja, also es war schon relativ teuer für italienische Verhältnisse. Sagen wir es mal so. Für uns jetzt hier kam der Preis von dem Panzerotto zum Beispiel ganz okay rüber, aber als ich das dann zu meiner Mama gesagt habe, sagt sie, was, so viel Geld verlangen wie für ein Panzerotto, dafür könnte man höchstens 1,20 € verlangen zum Beispiel. Das waren jetzt so Kleinigkeiten, also die nehmen da das schon sehr, wie sagt man das so, also die Touristen dort, die werden da schon immer kräftig zur Kasse gebeten, egal was man machen möchte. Gut, Polignano hat jetzt verstanden, dass sehr viele Touristen dorthin möchten und nutzen das natürlich auch aus. Eine Erfahrung haben wir gemacht, die war nicht so schön. Und zwar hatte ich meinen Jungs gleich am ersten Tag so spezielle Schuhe fürs Meer gekauft, weil dort eben alles sehr spitz war. Le Rocce, wie heißt denn das auf Deutsch? Also die Küste. Also mir fällt das Wort nicht ein, auf jeden Fall haben sie diese Schuhe gebraucht, weil sie natürlich viel springen wollten. Und dann sind wir in dieses Geschäft reingegangen, ich habe 40 € dort gelassen für 2 Paar Schuhe, habe auch nicht gehandelt, was man im Süden eigentlich macht.
Und am nächsten Tag waren diese Schuhe dann schon kaputt, obwohl der Alessandro sie wirklich nur einen Tag anhatte. Und dann bin ich rein und habe gesagt, hier, schau, ne, es ist jetzt nicht so in Ordnung, ja, was er da jetzt machen soll und das wäre jetzt nicht sein Problem und so weiter. Alles gut, aber ich finde halt, der Ton macht die Musik. Und nachdem ich ihm dann gesagt habe, hier, pass auf, wir sind vielleicht noch ein paar Tage da, also wir hätten schon hier auch noch einiges gekauft, ja, an Souvenirs und so weiter, dann meinte er, naja, es ist ihm eigentlich relativ egal, denn es sind ja genug Touristen da. So, das war jetzt ein kleines Beispiel. Aber gut, es wird die Ausnahme sein, hoffe ich. Jedenfalls nochmal zu Polignano zurück. Die Innenstadt ist wirklich richtig, richtig schön gemacht. Es gibt ganz, ganz viele tolle Leckereien. Gut, ich bin es jetzt gewohnt aus Apulien. Da ist natürlich ja das Schlemmerherz ganz groß. Wir haben wirklich viel geschlemmt, unglaublich. Ich habe euch dazu ja auf Instagram mitgenommen. Also falls ihr mal dort seid, es wird wirklich eine kulinarische Reise. Kann ich euch versprechen, allein das Olivenöl, die Mozzarella und so weiter, i Salumi, essen wir ja jetzt nicht, aber es ist wirklich alles vom Feinsten. Da habt ihr auf jeden Fall Spaß, wenn euch sowas interessiert. Und ansonsten wollten ja meine Jungs unbedingt hin, wegen dieser Red Bull-Geschichte. Sie hatten auch tatsächlich viel Spaß. Ich hatte ein wenig Angst, ein wenig viel Angst natürlich, als sie da immer von diesen Klippen runtergesprungen sind. Aber gut, was macht man nicht alles, ne? Mein Mann war natürlich mit dabei und ich habe dann unten gezittert. Und ja, also wie gesagt, da sind wir durch Red Bull drauf gekommen. Hatte ich euch ja auch schon im Vlog ein bisschen was zu erzählt. Mit dem Baden dann im Meer war es dann zum Teil auch etwas schwierig. Wie gesagt, um nach Polignano erstmal reinzukommen, also in die Innenstadt zur Cala della Paura, war es ein bisschen kompliziert und dort war es völlig überfüllt. Also das war wirklich der absolute Wahnsinn. Da warst du wie so Sardinen gelegen, was keinen Spaß gemacht hat. Deshalb sind wir an verschiedenen Tagen nochmal weggefahren. Also wir waren einmal in Torrecanne, dann waren wir noch in Monopoli und haben verschiedene Städte noch angeschaut, um dann eben schwimmen zu können, einen schönen Sandstrand zu haben. Und das muss man natürlich auch wissen, dass es da jetzt nicht so die Möglichkeiten gibt, einfach aus dem Hotel rauszugehen und dann eben einen schönen Strand zu haben. Also das war ein bisschen kompliziert. Ja, und wenn ihr dann mal in Apulien seid, dann müsst ihr natürlich unbedingt zu den Trullis und zwar nach Alberobello, da waren wir auch. Ich war da als Kind ganz, ganz oft und ich hoffe, dass mein Mann mir irgendwann mal ein Trullo kauft. Nein, kleiner Spaß, das sind ganz, ganz besondere kleine Häuschen, die rund gebaut werden. Ich habe mir die Geschichte auch schon ganz oft dazu angehört. Falls euch das interessiert, dann googelt einfach mal Alberobello Trulli und ihr werdet total fasziniert sein. Also das ist eine wunderschöne eine kleine Stadt, es ist alles weiß und diese Dächer, also wie gesagt, das sind runde, kleine Häuschen, die die Bauern damals eben ja, gebaut haben, weil sie nicht so die Mittel hatten, kein Zement und so weiter, also es ist eine tolle Geschichte dahinter. Da sind wir dann auch an dem einen Abend hingefahren, um uns mit meinem Cousin zu treffen. Ich habe ja ganz viele Familienangehörige da unten in Apulien. Wir sind dann Pizza essen gewesen. Dann an einem anderen Tag waren wir noch mit anderen Familienangehörigen zusammen. Also es wurde nicht langweilig. Meine Jungs waren immer recht verwundert, weil wir natürlich alle sehr laut sind. Wir reden durcheinander und man meint, wir würden streiten, diskutieren, was auch immer. Dabei unterhalten wir uns ganz normal. Ja, das muss man natürlich auch wissen, wenn man da unten im Süden ist, dass die Leute sehr laut miteinander sprechen, obwohl alles gut ist. Fand es richtig schön, es hat halt gepasst, weil es auch nicht so weit von meiner Mama entfernt ist. Also wir sind nur 2,5 Stunden entfernt von Polignano, vom Zuhause meiner Mama. Und wir wollten sie ja mitnehmen und deswegen hat es eben auch gepasst. Ja, okay meine Lieben, also dann war es jetzt soweit, dass von Polignano, von meinem kleinen Reisevlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kleine Eindruck, dass ich euch mit in unseren Sommerurlaub genommen habe. Und falls mir noch irgendwas einfällt, dann berichte ich euch auf jeden Fall in den nächsten Vlogs noch davon. Und jetzt wünsche ich euch nur das Beste, lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!